Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es ist Mittwoch und Zeit für den Krabbelkäfer in 1:8 und zwar ist das die Ausgabe 4. Da schrauben wir an der Vorderachse weiter und bevor wir da an der Vorderachse weiter schrauben, würde ich sagen, wir schauen mal kurzfristig ins Heft. Sehr interessante Sachen mit bei. Ich würde sagen, einfach mal ins Heft schauen. Ausgabe 4 nennt sich Vorderradaufhängung grundsätzlich Teil 2. Wie gesagt, da schrauben wir halt ein bisschen an der Vorderachse dran. Ausgabe 5 ist hier schon wieder innerhalb des Heftes, weil ich ja das letzte Mal gesagt habe, ich finde das nicht und habe es dann doch im Inhaltsverzeichnis unter dem Inhaltsverzeichnis gefunden. Ja, das ist hier die Schraubweise, die gucken wir uns später an. Und hier haben wir was Interessantes, das ist der sogenannte Cabrio-Hebmüller-Version, die von den Karosseriewerken Josef Hebmüller und Söhne entworfen und in nur wenigen 100 Exemplaren produzierte Cabrio-Version des Käfers ist heute ein echtes Kultobjekt für Sammler und Autofanatiker. Also man sieht hier, dass das Verdeck ziemlich weit hier runter geht. Später ist es ja ziemlich, hier hat es ja mehr hier hinten angefangen, hat man mehr Platz gehabt. Also ich glaube, das war auch, bin ich mir nicht ganz sicher, eigentlich fast nur noch ein Zweisitzer, hier hinten konnte kaum einer sitzen. Ich hatte vorhin mit jemandem gesprochen, der sehr viel Ahnung hatte von Käfer. Hebmüller ist ja leider irgendwie, das hatte ich glaube ich in der Folienausgabe auch gesagt, dass die irgendwie abgebrannt sind, kurz nach dem Krieg und nicht mehr aufbaufähig waren, also mussten ja Insolvenz anmelden und sind dann pleite gegangen. Aber dieser Hebmüller, je nachdem im Zustand, habe ich gehört, soll zwischen 100 und 200.000 Euro liegen, weil ja auch nicht sehr viele Fahrzeuge davon gebaut wurden. Die wurden ja, so wie ich das sehe hier, von 1945 bis 1948 gebaut worden sein, auf der Basis des Typ 11 halt, ne? Hier steht zum Beispiel einer der 680 Stück, also da haben wir doch, von Hebmüller für Volkswagen gebauten Cabrio-Käfer, also 680 Stück, nicht sehr viel. Da kann man sich halt natürlich den Preis dann schon doch gut denken, dass das halt entsprechend so ist. Ja, hier ist nochmal die Montageband von der Hebmüller-Fabrik in Würfahrt. Und da sieht man das auch schon, hier haben sie so einen Rollwagen, wo die Dinger draufstehen, so wurden dann immer weiter weggerollt auf diesem sogenannten Rollwagen und wurden dann entsprechend weiter transportiert zur nächsten Station, wo dann halt irgendwelche anderen Sachen angebaut wurden. In der zweiten Hälfte der 40er Jahre nahm die Produktion der Autoindustrie langsam Fahrt auf und auch der Bau von Sonderkarosserien wurde wieder aktiv. Während in Italien aus diesen Betrieben berühmte Autodesignstudien wie Pininfarina, Bertone, Zagato oder Castagna, den kenne ich nun gar nicht, Castagna, hervorgingen, waren es in Deutschland die klassischen Handwerksbetriebe wie Hebmüller, Karmann, aber auch Rommetsch oder das Unternehmen Dennenhauer und Staus, die kenne ich zum Beispiel auch gar nicht, die zum Teil beeindruckende Umbauten von Volkswagen auf der Basis realisierten. Die Karosseriewerke Hebmüller Söhne wurden 1889 von Josef Hebmüller gegründet, der zunächst Pferdekutschen produzierte, wie fast alle Fahrzeughersteller irgendwann mal. Und nachdem Gründer 1919 verstorben war, führten seine Söhne das Unternehmen weiter. Sie konzentrierten sich auf Herstellung von Karosserie, Sonderausführungen bekannter Marken wie Austro Daimler, Fiat, Opel und Ford. Die Zusammenarbeit mit Volkswagen begann in den späten 40er Jahren mit Produktion des Typ 18 für die deutsche Polizei. Ein klassisches Behörden-Cabriolet mit Segeltuchtüren. Aha, Segeltuchtüren, kick mal an. Mit dem stilvollen Typ 14 intensivierte sich die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen doch nach dem verheerenden Brand vom 23. Juni 1949, der das Hebmüllerwerk fast völlig zerstörte, musste die Firma 1952 ihre Tätigkeit einstellen. Das ist das, was ich im Vorteil schon mal gesagt hatte.
Und ja, schade drum, dass die da leider hops gegangen sind. Ja, 1950 kamen die ersten Nutzfahrzeuge von VW. Kurz nach der Rückgabe des Volkswagenwerks an die Bundesrepublik Deutschland brachte das Unternehmen den Volkswagen Transporter auf den Markt. Mit seinem ersten Nutzwagen, das war der VW Bus 1950. Volkswagen Transporter werden im Werk Wolfsburg montiert. Hier sieht man das auch schon alles. Die wurden da drinnen gebaut. Ja, und hier haben wir diesen sogenannten Transporter Typ 2 bzw. den sogenannten Plattenwagen. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren reichten die von Briten zur Verfügung gestellten Fahrzeuge für den internen Waren- und Materialtransport von Volkswagenwerk sowie von den Bahnhöfen nicht aus. Es musste also eine Sofortlösung her, und zwar möglichst mit werksvorhandenen Materialien, wie etwa dem Fahrgestell des Typ 11. Indem man den Fahrersitz über dem Motor und den Tank zwischen den Achsen verlegte und nur die Bedienelemente veränderte, war es möglich, über der Front eine breite Metallplatte anzubringen, die als Ladefläche diente. Daraus entstanden Fahrzeuge der Plattenwagen, der ursprünglich lediglich als Provisorium gedacht war, blieb viel länger im Einsatz als erwartet. Die letzten Exemplare wurden erst Anfang der 70er Jahre ausgemustert. Na, ist das schon mal eine interessante Sache. Da hatte man schon Ideen oder noch Ideen, um was halt umzubauen. War doch gar nicht mal so schlecht. Ja, hier nochmal eine kurze Abbildung von verschiedenen Fahrzeugen. Volkswagen reagierte auf den steigenden Bedarf, und schon 1949 wurde das Projekt zum Bau eines Nutzfahrzeuges gestartet. Zunächst plante man eine Fläche, was? Aus einer flachen, blechgestalteten Karosse auf das Käferchassis zu montieren, doch dies war keine optimale Lösung, wie sich bald herausstellen sollte. Und 1900, kurz, achso, hier steht hier, bald reichten die Kapazitäten des Wolfsburger Werkes nicht aus, um sowohl die Käferlimousinen als auch die Transporter intern unter dem Kürzel Typ 2 geführten zu produzieren. Nachdem am 9. Oktober 1954 das 100. Fahrzeug, 100.000. Fahrzeug vom Band gelaufen war, entschied Generaldirektor Nordhoff, die Produktion des Transporters in ein neues Werk zu verlegen. Am 24. Januar 1955 gab der Aufsichtsrat grünes Licht dafür. Ja, das ist eine kurze interessante Sache. Ich denke mal, mit dem Hebemüller, das ist sehr interessant. Und ich würde sagen, jetzt haben wir uns genug dafür interessiert, und jetzt schauen wir mal, was wir an der Vorderachse zusammenbauen können. So, ab zur Vorderachse. Vorderachse auf Radaufhängung Teil 2. Wir haben so einige Sachen zum Bauen, Basteln, und da haben wir hier so eine ganze Menge Kleinteile. Wir haben hier zum Beispiel, sind hier die, wie heißt die, A, Vorderachsstrebe links und rechts, gekennzeichnet mit einem sogenannten R. Aber da kann man irgendwie sehen, vielleicht. Haben wir hier, das ist natürlich einmal die rechte und einmal die linke Version. Dann haben wir hier noch einmal links und einmal rechts. Das ist der untere Traghebel, links und rechts. Dann haben wir hier 4G. Das ist hier der Schwenklager, links und rechts nennt sich das. Hier haben wir eine Ausführung, 4K. Das ist, ach so, Lenkungsstoßdämpfer. Den haben wir hier. Und hier haben wir noch die beiden, wie nennen die sich? 4E, das ist oberer Traghebel, und ja, oberer Traghebel links und rechts. Gucken wir mal gleich, da steht, genau, da steht auch wieder ganz klein links drauf, und auf der anderen Seite natürlich rechts. Hier haben wir die beiden 4i, und das sind die beiden Stoßdämpfer. Dann haben wir hier noch logischerweise CM-Schrauben, alles CM-Schrauben heute. Das hier sind zweimal 4J Gummipuffer, nennen sich die. Naja, die sind nicht Gummi, aber die sind auf jeden Fall aus Plastik. Und hier haben wir nochmal vier solche Buchsen. Na, kommt her.
Und die nennt sich 4L, das sind Buchsen. Jawohl. So, als allererstes brauchen wir zwei von diesen Buchsen. Denke mal, müsst ihr eigentlich sehen können. Zwei Buchsen. Und wir brauchen, setzen Sie eine Buchse 4L mit dem größeren Lochdurchmesser voraus auf eines der Stifte des Schwenkarmes G mit L gekennzeichnet. Also den Schwenkarm L. Welcher ist das? Wo steht L? Wo steht hier das L? Ganz klein in der Ecke. Mal den anderen noch mal kontrollieren, weil genau, das ist der rechte hier. Hier haben wir den L. Und mit der größeren Seite. Setzen Sie voraus, 4L sind die alle gleich. Ja, 4L sind alle gleich. Mit der größeren Seite, da ist nicht rum, andersrum, passt auch nicht. Hä? Achso, Moment, jetzt wollen wir mal gucken, wie die das so haben wollen. So. So, und dann mit der größeren Seite aufsetzen. Aha. Also hier, so passt das nicht. Also einmal umdrehen und so passt das schon mal rauf. Das da aber. Mal gucken, ob das jetzt anders ist hier. Also hier ist das recht bündig. Sitzt hier ziemlich stramm drauf. Ich bin ja nicht im. Ach, bin ich. Ach, sorry, Leute. Ich war ja nicht im Bilde hier. Die Kamera ist ein bisschen schlecht eingestellt. Sehe ich gerade. Ich muss die mal ein bisschen drehen. Moment. Ein bisschen hoch. Ne, das wird nicht. Irgendwie. Ich hoffe, euch ist jetzt nicht gerade schlecht geworden. So, jetzt ist schon besser. So ist die Kamera richtig. Da kommt das rauf. Aber bei mir ist das so. Geht nicht weiter drauf. Das ist erstaunlich. Mal den anderen hier probieren. So rum passt es nicht und so rum geht es aber auch drauf. Sehr schwer. Aber wirklich sehr schwer. Na super. Feier. Da wollen wir mal gucken, wie das jetzt. Ach na. Aber das ist wirklich ein bisschen komisch abgebildet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kommt ja hier auf die Seite rauf, auf die Teile hier an der Seite. Sah immer so, als wenn die hier auf den Oberteil kommen. Aber jetzt muss ich mir das nochmal richtig hinlegen. So ist. Ne, wir sind jetzt hier. Das rechts auch nochmal andersrum. So, jetzt ordentlich hier. So rum und dann kommt das hier mit drauf. Aha. Na, dann kann das auch passen. Na, das sieht ja schon ganz anders aus hier, Leute. Mann, 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 Mann. So, dann kommt die andere Seite hier rüber. Das ist richtig. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt wird das mit CM-Schrauben verschraubt. Na, dann machen wir das mal. Packen wir die erstmal aus hier. Fest und lässt sich noch bewegen hier. Sehr gut. So, das machen wir auf der anderen Seite auch. Habe mich da ein bisschen verleiten lassen von der Abbildung sozusagen. Das sah also doch ein bisschen anders aus, als ich das aufgebaut hatte. Deswegen sind es ja auch vier Stück und die funktionieren hier. Der funktioniert hier auch. Da ist es, da sind die beiden. So, das Ganze. Jetzt brauchen wir 4C. 4C, auch mit L gekennzeichnet. Gucken wir mal, wen wir haben hier. Das ist L, jawohl. Und L kommt jetzt, ich muss das mal so in meine Richtung halten, damit ich das sehe. L kommt jetzt hier mit drauf. Das ist zu mir die Halterung
Und hier so kommt jetzt C mit drauf und wird auch wieder mit einer CM-Schraube verschraubt. Jetzt wieder die Sache mit den drei Teilen gleichzeitig festhalten. Ja, genau. So. Und bewegt sich noch in alle Richtungen hier. So, dann brauchen wir vier. Habe ich das jetzt schon wieder richtig? Ja. Dann brauchen wir den anderen, und zwar mit der Ausgabe auch L. Der kommt dann auf der anderen Seite ran, und zwar hier. Mal gucken, dass wir das jetzt hier richtig halten, sodass ich das nicht wieder schief verbasel oder wie auch immer man das nennen möchte. So, der ist jetzt fest, ja, aber einmal gedreht, dann bewegt er sich auch. Wahrscheinlich erstmal so ein bisschen den Grat hier weg. So, dann kommt jetzt, setzen Sie einen der Stoßdämpfer, das sind die hier, einen der Stoßdämpfer auf, mal wieder mal gucken, wie das aussehen soll. So, und der soll dann hier montiert werden, sprich so rum. So soll das aussehen. Und dann hier mit dran. Sich auch. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen nachziehen müssen. Nö, alles gut. So, jetzt bringen Sie einen der Gummipuffer 4J an der linken Strebe 4A. Links, das ist die Strebe hier. Und dann kommt einer von diesen Puffern. Da ist auch noch minimaler Grat dran. Also im unteren Bereich hier. Und ist auch nicht rund, sondern hat auf der rechten Seite, also auf dieser Seite, eine flache Stelle und kommt so mit rein. Und dieses Teil wird jetzt hier mit angesetzt. So sieht das aus, genau. Und jetzt kommt der Achsschenkel, die Achsseite. So, mal gucken, wie rum jetzt. Wie rum, nah rum, Löffel, Stiel oder wie so heißt das. Ganze, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ja. Geht auf jeden Fall nach außen. So. Und hier ist der Dämpfer. Soll es so rum richtig sein? Das sieht so aus. Das heißt also hier wird es aufgesetzt und wird dann auch wieder mit 4 CM-Schrauben verschraubt. Und die Seite noch, die untere. Ja. So sieht das schon mal ganz gut aus. Der Hebel ist noch da. Das sieht auch gut aus. Jetzt
Machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Jetzt weiß ich ja schon, dass die Dinger jetzt hier an den Seiten rankommen. Also, mal gucken, wie es passt jetzt. Nicht so rum, so rum, genau. Ja. Nochmal die andere Seite, genau. Auch so. Und wie gesagt, auch wieder CM-Schrauben. Einmal links, einmal rechts. Oder vorne und hinten. Und bewegt sich noch, genau. Und bewegt sich auch noch. Einmal rundherum gedreht, dann passt das schon ganz gut. So, jetzt haben wir das. Jetzt kommt wieder dieser Arm damit dran. Der kommt an dieser Position vom Hebel weg. Also jetzt ist so meine Richtung, so wie ich das hier habe. Bewegen, dann funktioniert er auch wieder. Ja, funktioniert. So, einmal umblättern. Dann kommt der zweite Hebel ran. Das ist der hier. Der kommt dann hier mit ran. Ja. Lieber dreimal jetzt hingucken hier, bevor ich wieder Mist baue. Aber es kann ja alles mal passieren. Auch einwandfrei. Ja. Aber ich denke mal, so weit wird er sich sowieso nicht bewegen. Gehe ich mal ganz kräftig davon aus. Und jetzt kommt wieder hier an der Position der nächste Stoßdämpfer. Hat erstmal eine Schraube. Und hier mit dran. Egal wie wir den halten. Andersrum. So, genau. Dann mal gucken. Jo, bewegt sich. Bewegt sich, jawohl. Jetzt haben wir wieder den Gummipuffer. Der kommt auf die rechte Seite. Gucken, wo hier das gerade Stück ist, so. Dann wird der einfach bloß reingesteckt hier. Und dann kommt das Achsteil hier mit drauf. Und auch die beiden Teile. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das auch richtig, dass ich das auch richtig mache. So rum, das muss nach oben gucken. Hä? Was? So rum, ne? Genau so, nach hinten. Und der muss nach vorne. Dann müsste das hinhauen. Gucken wir gleich mal. Jo, dann haben wir die beiden Teile auch gleichmäßig. Damit es auch vernünftig aussieht. Ein bisschen Spiel haben wir hier drin. Da haben wir weniger Spiel. Hier ist Spiel drin in der hier im unteren Lager. Aber gut, das ist nicht weiter so dramatisch. Wir brauchen ja mit dem Ding TÜV. Und das hier dann in den Lager monieren. Jetzt wird hier noch geschraubt. Und einmal die Seite geschraubt, die untere. So haben wir das. Kann man auch
umdrehen hier. So sieht das jetzt aus. Ich überlege jetzt gerade, das müsste vorne sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Und damit, ja, dann in dem Falle, so, die Dämpfer kommen hier nach oben dann, so wie jetzt. Da müsste das so hinhauen. Lenkung so, genau. So haben wir jetzt die Ausgabe. Wir haben aber noch einen übrig hier. Ach so, siehst du, genau, der kommt nämlich hier noch mit dran. Den habe ich ganz vergessen. Und zwar verbinden Sie nun den Lenkstoßdämpfer, meine Güte. Der kommt hier mit rein. Und zwar so. Hätte ich beinahe ja vergessen. So, dann haben wir das. Dann ist jetzt der Bauschritt Nummer 4 fertig. Ausgabe 4 erledigt, aber erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich mit der Kamera so rumhantiert habe. Ich hatte nämlich den Kameraständer und die Kamera nämlich für etwas anderes gebraucht und deswegen war die verstellt. Normalerweise ist die mal komplett gestellt, so wie ich sie brauche. Hätte ich mal vorher kontrollieren sollen, ist schon recht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Vorderachse Teil 2 fertig, haben wir hier zusammengebaut. Teil 3 folgt in der Ausgabe 5. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Informationen über das Heft und über den Hebmüller bringen können, über die Geschichte, so ein bisschen vom VW. Hoffe, hat euch gefallen. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch wissen wollt oder was ich euch noch zeigen, schreiben, erzählen, wie auch immer soll. Schreibt fleißig in die Kommentare und ja, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.